Unter diesem Motto stellt QS24 unter regelmäßigen Aussendungen eine Basismedizin dar, die auf den elementarsten Säulen basiert, die das Leben ausmachen. Reine Luft, sauberes Wasser und eine ausgewogene Ernährung. Diese drei Säulen des Lebens und der Gesundheit gehören nach unserer Auffassung in jegliche wissenschaftliche und medizinische Behandlung. Sie stellen aber auch die Grundlage eines gesunden Lebenswandels dar, auf dem alles weitere aufbaut und sollten daher in eine erfolgreiche Prävention mit einbezogen werden. QS24 ist es ein Ansinnen, mit diesen Staffeln umfassend zu informieren, damit sie sich ein eigenes Bild machen können. Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass wir trotz unserer Recherche und die Überprüfung der jeweiligen Inhalte keine Haftung übernehmen können. Die Sendungen stellen keine medizinische Beratung dar. Sollten Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt oder Therapeuten Ihres Vertrauens. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Ihr QS24-Team. Ich habe gerade so in Rio so einen berühmten Schauspieler dort, der auch Parkinson bekommen hat, interviewt. Der hat sich dann wirklich auch da im Gehirn was einbauen lassen, wo er einen Reiz ausüben kann. Und damit ist es auch relativ gut geworden. Also Schulmedizin kann da sogar auch was heutzutage. Wobei ich würde es immer erst mit diesen doch eher ganzheitlichen Methoden versuchen. Ja, das schadet natürlich, hat keine Nebenwirkung, den Darm mal richtig zu sanieren, mal richtig zu fasten, das Schattenreich mal anzuschauen, das ist für jeden Menschen gut. Und also in der Familie kann ich das gut sehen, der Großvater, Riesenanspruch, hat er ein Buch geschrieben und dann hat er noch ein Buch geschrieben, das sollte überhaupt alles verändern, das hat dann meine Großmutter weggeschmissen, weil es ihr zu viel Hybris erschien offensichtlich. Die wollten nicht, dass er mit sowas nach außen geht. Die haben da gerangelt. Aber das war einfach ein großes Thema in ihm, was nicht wirklich rauskam. Der ist in einer Zeit auch gestorben, wo es noch gar keine medikamentöse Therapie diesbezüglich gab, schon gar keine operative. Also ich würde immer offen sein, die machen da immer mehr und immer Besseres. Ja, also Typ 1 Diabetiker ist heute kein Drama mehr. Das war aber zu meiner Studienzeit schon noch ein großes Drama. Die AIDS-Patienten sind heute fast besser beieinander als die Hepatitis C-Patienten, weil denen können wir überhaupt nicht helfen. Na, jetzt gibt's auch eine Therapie, wo es ein Stück geht, eine sehr, sehr teure. Aber phasenweise waren die AIDS-Patienten mit der richtigen Einstellung, Schulmedizin, ACT und so weiter, eigentlich fast besser dran als die Hepatitis C-Patienten, um die sich kein Mensch irgendwie groß Sorgen gemacht hat. Ja, und heute kannst du dir kriegen in der Schweiz die AIDS-Patienten ja gesagt, sie müssen das ihren Geschlechtspartnern nicht mehr sagen. Ja, weil die ja keine Viruslast mehr haben. Ich würde es schon immer noch richtig finden, dass man das auch sagt. Aber ich habe ja viele AIDS-Patienten behandelt. Wann sagst du das? Vor oder nach dem ersten Kuss? Das sind schwierige, gar nicht lösbare Themen. Also ich habe das auch oft erlebt. Ich hatte da einen AIDS-Patienten im Kurs. Das ist lange her, 80er Jahren. Aber wenn die dann so rumflirten und so weiter, und ich kannte die Beflirtete, also war ich schon versucht, die Schweigepflicht zu brechen, weil ich mir gedacht habe, ich kenne die Frau, ich habe die therapiert. Wenn die das hinterher erfährt, dass der AIDS hat, dann bricht er die Welt zusammen, bleibt die sowieso nicht bei dem. Und bin dann eher zu ihm hin und gesagt, du, sag dir das, wenn du das der nicht sagst, fliegst du aus dem Kurs raus. Aus dem Kurs kann ich dich rausschmeißen, ich kann es ihr nicht sagen, das musst du machen. Und prompt hat er es ihr dann gesagt und dann hat die sich aber verchisst. Okay, also da kommen schwierige Themen zustande. Gibt es inzwischen auch wirklich Fortschritte und würde ich alles immer ausloten. Aber ist natürlich eine große Herausforderung, so eine Geschichte. Das sind so, ich muss mir ja sagen, okay, Großvater hat das gehabt, Mutter hat das gehabt, wenn auch sehr spät und sehr leicht. Und da können die mir zehnmal sagen, das ist nicht erblich. Das interessiert mich doch weniger. Ich kenne mich da ziemlich gut aus. Und wenn ich meine Ideen anschaue, dann habe ich das auch auf der Ideenebene schon. Ja, also wie ich Entwicklungsdienst gemacht habe, habe ich so gedacht, also eigentlich müsste man jetzt nicht hier diesen Urwaldbezirk, sondern müsste Lateinamerika befreien. Che Guevara ist da irgendwie stecken geblieben. Wir müssten da was unternehmen. So, Ideen. Ja, also gut, habe ich nicht weiter umgesetzt. Aber wie ich jetzt so gemerkt habe, ich habe
Für 35 Jahre habe ich immer knapp 300 Menschen beim Fasten betreut, wie hier jetzt auch in diesen Kursen, diesen 7, 8 Kursen. Und dann kam das Online-Fasten und dann plötzlich waren das Tausende. Und sofort kommt in mir der Gedanke, warum eigentlich nicht 10.000, 100.000, Millionen? Wir könnten die christliche Fastenzeit wieder erfinden. Und dann könnten wir die ganze Medizin ändern, dann hätten wir eine ganz neue Gesellschaft. Das ist aber ein Gedanke, Gott sei Dank weiß ich ja, ich kenne dieses Bild jetzt, wo ich mir denke, oh, das geht genau in diese Kerbe. Meine Mutter wollte die ganze Pädagogik verändern, Großvater hat das auch schon mal mit der Medizin irgendwie, wo ich mir dann sage, okay, vielleicht reduzieren wir alles ein bisschen und gehen mehr nach Zypern, da ist das Leben auch sehr schön und ruhig, der Meeresblick. Aber in mir merke ich das auch. Ne? Also wie einerseits ich das Muster kenne, andererseits ich das dann auch, mindestens mal das habe ich geerbt von Großvater. Ja? Also der hat ein Buch geschrieben, das andere hat eben die Großmutter weggeschmissen. Da war ich wachsam genug, das ist bei mir nie passiert. Ich habe schon 74 Bücher geschrieben. Da ist ja schon auch so ein ziemlicher Anspruch dahinter über auch relativ viele Themen. Ja, also, na gut, also das Verwirklichen, das ruhig machen, das glaube ich ist auch noch in Ordnung, das zu machen, solange man das weiß um dieses Muster und nicht wirklich so das Gefühl hat, um sich so eine Größenfantasie zu genehmigen, muss die ganze Welt herhalten dafür. Ja, das war bei Mao so, also die ganze chinesische Welt, das geht zu weit. Und es sind oft eindrucksvolle Menschen, ne? Also, ja. Großvater geht lieber ins Gefängnis, als sich den Nazis zu ergeben. Sein Sohn wird sogar hingerichtet. Das ist schon auch irgendwie natürlich diese Haltung. Ne? Also keinesfalls. Gut, gibt's noch eine Frage? 10 Minuten. Wer noch? Ja? Kreuzschmerzen? Das ist ja ein Riesenthema, Kreuzschmerzen. Das haben schon über die Hälfte der österreichischen Schulabgänger, haben schon Kreuzschmerzen. Das ist der Hauptgrund für die Frühpensionierung. Wir haben heute viel mit dem Kreuz zu tun. Hüfte kommt auch dazu. Und es ist eine Routineoperation, der Hüftaustausch. Ja, also gibt es viele solche Krankheitsbilder. Schauen wir die Rückenschmerzen an. Was ist das? Wofür steht der Rücken? Das ist so, unsere Weltachse ist die Wirbelsäule. Ja, die Mitte des Rückens. Was sehen wir am Rücken? Die Jahre, die wir am Buckel haben. Heute besser als im Gesicht, weil das Gesicht ist nachverspannt, geliftet, überstrichen und so weiter. Der Rücken ist in der Regel ehrlich. Kannst du ziemlich sehen, was jemand auf dem Buckel hat an Jahren. Wofür steht der Rücken noch so an Themen? Ja, also garantiert unser Aufrechtsein. Und da aber auch die Aufrichtigkeit ist ganz nah beieinander. Ein aufrechter Mensch ist ein aufrichtiger Mensch. Assoziieren wir so. Die Hexe mit ihrem Buckel, die ist nicht aufrichtig. Ne? Die belügt Hänsel und Gretel. Die sagt ihnen nicht, dass er gemästet werden soll, sondern das findet die Gretel dann raus. Also aufrecht, gerade sein, sich gerade machen, meint auch ehrlich sein. Ja? Aufrecht und aufrichtig ist ehrlich. Das ist ein ganz großes Thema. Wenn wir nicht ehrlich sind, spüren wir das oft am Rücken. Auch was wir rumschleppen, und zwar unbewusst rumschleppen, spüren wir oft am Rücken. Ja, das, was du dir auflädst selbst, ja, das ist nicht das Thema. Wenn du Mutter von 3 Kindern bist, weißt du das ja. Das trägst du dann schon. Aber wenn du dir Dinge hast aufbürden lassen und gar nicht mehr so richtig bewusst, dir nicht mehr bewusst ist, was du da schleppst an Familiengeschichte und so weiter, dann kann das zu Rückenschmerzen führen. Ja? Wobei die untere, das gibt ja ein unteres Kreuz sozusagen, das ist das Kreuzbein hier unten, sagen wir auch. Ja, das Os Sacrum, ein heiliges Bein, wo es ja kein Christenmensch erwartet. Schaut mal da, sozusagen unter der Gürtellinie hinten, da ist noch ein heiliges Bein. Da ist die Kundalini-Schlange aufgerollt, ne? Sagen die Inder. Die will da hochsteigen entlang der Wirbelsäule durch die Chakren, bis sie dann das oberste Chakra so überragt mit der schönen Halskrause der Kobra. Die Inder spielen da auf der Flöte, damit die Königskobra da aufsteigt, Schlangenbeschwörer. Das ist bei denen was sehr Positives, die Schlange, ja, die sich aufrichtet. Und ja, diese ganze Thematik ist natürlich so auch bei uns sehr in der Mythologie verankert. Der Aesculap-Stab ist die Wirbelsäule und da windet sich die Aesculap-Natter rum. Das war ja eine heilige Schlange im Aesculap-Tempel. Und der Caduceus, das sind dann die beiden Schlangen. Also der Merlin-Stab, wenn ihr diese Merlin-Sage kennt.
der zeigt total diese Energiebewegung durch diese Kanäle Ida und Pingala um die Wirbelsäule herum. Das, was ich heute da oben sagte bei dem Geräteraum, Vorsicht mit der Kundalini-Energie, ne? Das ist wirklich eine besondere Schlange, auf die müssen wir gut Obacht geben. Und wenn wir mit der was machen, brauchen wir wirklich einen gesicherten Rahmen und eine Ruhe, eine ungestörte Situation. So, also diese Energieschlange, die muss da im Rücken hoch. Und wir haben oft uns wirklich so zulegen lassen. Da unten ist dieses untere Kreuz, da oben ist dieses obere Kreuz. Das ist ganz andere Thematik nach meiner Erfahrung. Hier oben, das ist so Schulter-Arm-Syndrom. Es gibt so viele Frauen, die die Flügel gar nicht mehr hochkriegen. Das liegt an diesen X-Fach-Belastungen, da bin ich mir ganz sicher. Ja, hier unten ist die existenzielle Bedrohung, die Familie nicht mehr ernähren zu können. Das kannst du oft hier spüren. Diesen Alltagskram, ne? Stell dir vor, du bist Hausfrau, hast 17 Berufe, wirst für keinen entlohnt und immer wieder geschimpft, wenn es nicht klappt in einem und nie gelobt, wenn es klappt. Das ist selbstverständlich. Ja, also eher, da bist du Privatsekretärin, für die Kinder bist du vielleicht auch noch die Ballett- oder die Taxiunternehmen mindestens, wenn nicht Ballettlehrerin selbst. Du bist für die Nachhilfestunden zuständig, du bist die Putzfrau, du bist natürlich die Wäscherin, du bist die Köchin und du bist da einfach alles. Und dann, ja, wo ist mein Anzug? Ah, noch in der Reinigung. Wie konnte das passieren? Das kannst du dann hören. Ne? Der Sohn hat Kindergeburtstag und hat kein Geschenk. Wie konnte das passieren? So, wenn du jetzt ein paar Kinder hast, und da kommt so einiges zusammen und dann wirst du flügellahm. Dann fängt es hier oben an mit dem Kreuz. So Richtung Schulter-Arm-Syndrom. Kann nicht mehr. Gekreuzigt. Da unten sind so diese, ja, das ist ja das ganze Gewicht der Existenz sozusagen. Ruht da drauf. Ne? Wenn du hier unten schaust, die Beckenschale, die da hinten ist die Wirbelsäule, die ruht auf dieser Beckenschale. Und das ganze Gewicht vom Gesicht, vom ganzen Oberkörper, Arme und so, es kommt alles da unten zusammen. Könnte ein Bandscheibenvorfall sein, wobei ich da so ganz, also es gibt natürlich schon, der drückt dann unter Umständen auch auf Nerven. Aber die meisten Rückenbeschwerden sind anders. Der Paki zum Beispiel, so ein Therapeut, ein Freund von mir, der bei dem gelernt hatte, Harald Daub, die haben Rückenschmerzen mit gesicherten Bandscheibenvorfall ganz anders hingekriegt, mit entsprechenden Druckgeschichten und Entlastung und so weiter. Also da gibt es sicherlich eine ganze Reihe andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Aber das Wichtigste aus meiner Sicht ist zu schauen, was liegt mir da an Lasten auf der Schulter, was ich nicht weiß, wozu ich nicht stehe. Wozu du stehst, ist nicht das Problem. Mein Vater hatte Bandscheibenvorfall. Der hat mich nur kurz informiert, ich gehe dann in die Klinik zu dem Professor, wo wir alle gehen. Aha, sage ich, wieso geht ihr alle dahin? Ja, weil der ganze Vorstand offensichtlich da schon operiert war und die Direktoren und so weiter. Das sind Leute, die tragen gar nichts. Ja, wenn du 14, 15, 16.000 Leute unter dir hast, trägst du noch nicht mal die Zeitung mit dem Wirtschaftsteil. Das trägt auch noch irgendjemand. Der sitzt hinten in seinem Mercedes drin. Alles, der Koffer, der geht nur in Hotels, wo der alles gleich abgenommen wird. Also vom schweren Tragen kann es jetzt mal nicht kommen. Aber es kommt nie vom schweren Tragen. Das kommt immer vom Tragen im übertragenen Sinn. Auch die Verantwortung für seine 16.000 Arbeiter dort, da hat er ja von gesprochen. Ja, das war ihm ein Thema, ein Anliegen. Und da hat er auch mitgelitten, wenn der Sozialplan war, weil der Stahl nicht gut ging, dann war der auch schlechter Stimmung. Und dann hat er geschaut, dass nur ja keine Familienväter entlassen werden. Das ist noch der alte rheinische Kapitalismus gewesen. Keiner, der gerade ein Haus gebaut hat, kann man nicht entlassen. Der hat die Jungen, die noch eine Chance hatten, die hat er entlassen. Genau umgekehrt wie heute. Also der vertrat noch eigentlich einen humaneren Kapitalismus. Aber dann ist er mal auf so einer Liste gelandet von den Bader Meinhofs. Und dann gab es Personenschutz. Und das ist ja wirklich eine harte Strafe. Ja, dann hast du 8-Stunden-Schichten hast du im Haus und außerhalb des Hauses hast du immer einen Typen, den du nicht kennst. Der ist bewaffnet und der hat dann Recht zu sein und beschützt dich irgendwie. Also, aber wie? Also seine Frau war dann nicht mehr meine Mutter, die hat sich da sehr drüber beklagt und sehr drunter gelitten. Ich kenne auch den Sohn von Helmut Kohl ganz gut, Walter Kohl. Das war eine furchtbare Kindheit für den. Ja, permanent von den anderen gehänselt zu werden, schikaniert zu werden, dauernd diesen Personenschutz, wir wissen, pubertieren, wenn du dauernd Personenschutz neben dir hast. Ja? Das können wir uns gar nicht so vorstellen, das ist ja furchtbar. Also, jedenfalls, das hat er auch durchlitten. Und da gibt es keine Privatsphäre mehr. Das ist auch keine Nächstenliebe, dass die den Chauffeur mit in Urlaub schicken. Die wollen, dass der halt immer greifbar ist. Das hat er gar nicht so gesehen, das hat sie geklagt. Er hat immer gesagt, das gehört dazu, da muss man jetzt nicht so ein Theater machen, das gehört zu dieser verantwortungsvollen und so weiter. Aber darunter hat er gelitten. Und das war auch was schwer zu ertragen war.
Und das aus meiner Sicht führt dann auch zu so einer Operation. Und da gab es ja andere Kollegen, die haben das schon zweimal hinter sich, ne? Noch eine andere Bandscheibe abgeschnitten. Die Bandscheibe ist immer das Weiche zwischen zwei harten Wirbeln, das Weibliche ist das Weiche. Und wenn das Weibliche Theater macht, wird es abgeschnitten, rausgeschmissen. Das ist bis heute die Taktik dem Weiblichen gegenüber. Ja, wenn die Frau schwierig wird, sucht man sich eine neue. Es gibt auch andere Töchter, von hübsche Töchter von netten Müttern oder so nach dieser Devise. Da hat sich ja nicht so viel dran geändert. Also diesbezüglich schauen, was liegt mir da auf den Schultern? Was habe ich mir aufgebürdet oder aufbürden lassen? Und wie ehrlich kann ich sein? Ja, wie gut kann ich zu dem stehen, was ich lebe, was ich bin? Kurzform, da gibt es eine CD mit zwei geführten Reisen dazu. Könnte man sich anschauen. Also anhören, da reingehen. Das ist ja, was ich so geben kann, nur der Rahmen. Das Individuelle muss da rein. Was, warum gerade ich, gerade jetzt, gerade so? Was will das mir sagen? Was will das mir zeigen? Ja, und mir, wir sind so verschieden. Ne? Also wenn man euch zwei anschaut, ihr seid einfach verschieden. Ne? Obwohl er wahrscheinlich viel Zeit zusammen verbringt. Das macht nichts. Aber ihn hat die Sonne ganz rot gemacht im Gesicht und du bist ganz weiß geblieben. Ne? Also einfach eine andere Haut, eine andere Konstitution. Ja, also aus deinem Blutdruck, da kannst du zwei für ihn machen dafür. Ne? Das ist einfach so. Wenn ihr in die Sauna geht, also in deinem Leben kannst du nicht so viel schwitzen, wie er auf einmal zusammenbringt. Das kannst du einfach schon so sehen. Einfach ganz anders. Und jetzt können aber beide Rückenschmerzen haben. Aber das wäre der Unterschied. Es muss dieser Kontakt zum Individuellen. Ja, warum mir gerade so, gerade das, gerade jetzt? Was ist da los in meinem Leben? Ja, so wie in der Homöopathie gibt es Arzneimittelbilder, die gelten für alle. Und da musst du aber das Spezielle, Individuelle, Besondere finden in diesem System, was jetzt gerade zu Symptomen führt. Das wäre wichtig da. Gut. Es ist 9 Uhr. Für morgen gilt wieder 7:30 stille Meditation, wer mag. Um 8 Uhr dann Yoga. Besonders gut bei Rückenschmerzen natürlich. Da gibt es auch extra Übungen dafür. Bei diesem Therapie-Yoga, das die Adelheid anbietet. Ansonsten habt ihr diese Möglichkeit, Christoph hat es heute vorgestellt, die Christina macht es auch noch, hat sich auch schon, glaube ich, vorgestellt, oder? Christina Macke? Ja. Und Christoph, der Wanderer. Der Wanderer. Christina war auch da? Nee, die war die am Sonntag da? Nee, ich glaube nicht. Das müsste sie vielleicht noch tun. Also die macht so auch Krankheitsbilderdeutung, wie ich es jetzt gemacht habe, hat diese ganze Ausbildung schon in den letzten Jahren gemacht. Und die wird dann auch kennenlernen, die wird beim verbundenen Atem wahrscheinlich assistieren und macht auch andere Coachings und so weiter. Naja, und dann war dieser Ausflug angesagt für morgen, ne? Wenn das Wetter jetzt schlecht ist. Ja, ihr könnt nicht in die Klamm gehen, wenn richtig Regen ist oder so. Das will ich nicht tun. Also das ist auch nicht ungefährlich in der Klamm. Da muss man schon bei trockenem Wetter gehen. Dann könnte sein, dass wir das Programm verändern. Und dann würde ich das euch morgen nochmal sagen. Ja, entweder beim Meditieren oder am Ende des Meditierens, am Anfang des Yogas oder so. Dann könnte sein, dass wir eine andere Gewichtung machen. Aber eigentlich nur in diese Richtung, dass ich euch bitten würde, nichts zu trinken. Ja, ab dem Yoga. Yoga beginnt um 8 Uhr. Dann, wenn es schlechtes Wetter ist, würde ich euch raten, ab 8 Uhr nichts mehr zu trinken. Und wir machen dann eine Übung um 9 Uhr, wo das hilfreich ist, wenn man nichts getrunken hat. Welche Übung? Ich habe es nicht verstanden. Also, ich darf ja auch nicht zurückgehen, weil, wenn morgen schlechtes Wetter ist, dann geht man nicht in die Klamm. Ja, Klamm kann bei richtig miesem Wetter auch gefährlich sein. Da wollen wir nicht, ist rutschig und so weiter, da kannst du nicht mehr zurückgehen. Hoch kommst du immer, aber zurück kommst du dann oft nicht in Bergen. Also das machen wir dann einfach nicht. Und dann machen wir aber ein anderes Programm, wenn schlechtes Wetter ist. Und das würde im Wesentlichen aber nur sich dadurch unterscheiden, dass ich euch bitten würde, dass ihr vor dem Yoga aufhört zu trinken. Das ist 8 Uhr. Und um 9 dann auch nichts trinkt. Lieber auf die Toilette geht, dass die Blase leer ist. Ja, weil wir dann eine Übung machen, die einfach Zeit braucht. Längere Zeit braucht. Also, in diesem Sinne, das könnte die Veränderung sein.
wenn das Wetter so ist, dass es gut möglich ist. Also Sonne braucht man ja nicht zum längeren Wandern. Das nicht. Das ist sogar förderlich, wenn der Himmel ein bisschen bedeckt ist. Aber wenn man so merkt, okay, da braut sich schon was zusammen. Also es ist ja nicht nur, dass wir nicht nass werden wollen. Bei so einem Gewitter können wir nicht ins Wasser gehen. Das, glaube ich, weiß jeder. Ne? Da braucht bloß einen Blitz einschlagen, dann hast du es aber gehabt. Also das geht natürlich nicht. Das können wir dann morgen auch noch nachholen, wenn das Wetter danach ist. Um 9 Uhr da morgen. Um 9 Uhr bin ich auf jeden Fall wieder hier. Und wenn das Wetter schlecht ist, habt ihr eine Stunde nichts getrunken. Und das werde ich morgen alles erklären, wenn es dann dran ist. Gut, wünsche ich eine gute Nacht. Es ist kurz nach 9. Und wir sehen uns dann um 9 wieder. 12 Stunden, könnt ihr gut schlafen. Dankeschön. Vielen Dank.